werde oft gefragt, was nachhaltiges Bauen ist. Und da muss man ganz ehrlich sagen, gar nicht bauen ist natürlich für die Umwelt am besten. Brauchen wir natürlich Wohnungen, brauchen natürlich Gewerbeflächen, wir brauchen natürlich auch Schulen. Das heißt, wenn wir bauen, dann ist es wichtig, dass wir es richtig machen. Was heißt das konkret bei einem Projekt wie 27 Hektar Möglichkeiten? Ich möchte das vielleicht an 5 kleinen Beispielen erläutern. Zum einen werden aus grauen Betonflächen Grünflächen. Des Weiteren werden die Materialien, die wir hier vor Ort haben, recycelt und wiederverwendet. Das schont Ressourcen. 50% der Neubauten wollen wir in Holzmodulbauweise herstellen. Das verkürzt die Bauzeit und spart CO2. 100% der Wärmeenergie wollen wir hier vor Ort erzeugen. Das spart auch CO2, führt aber auch zu langfristig niedrigen Energiekosten. Und zu guter Letzt ist es auch nachhaltig, wenn die Wege zwischen Arbeit, Wohnen und Freizeit, wenn die kurz sind und ich nicht so viel hin und her fahren muss in der Stadt. Und wenn uns dies und vielleicht ein paar andere Dinge hier noch gelingen, dann können wir tatsächlich ein richtig zukunftsfähiges Quartier schaffen. Ein Quartier, das nicht nur heute, sondern auch in 50 Jahren noch als zukunftsfähig gilt. Das wäre unser Ziel.